ein Bär! Was riss dein Hund? Let's tell it from Liebe? Okay, also jetzt ist die Frage, Leute. Verlassen wir unseren Mann oder gehen wir in den Lambo? Wir gehen in den Lambo! Gut, meine Freunde, wir werden heute ein Spiel spielen, ihr liebt diese Gaming-Videos und Leute, heute spielen wir 100 Jahre Simulation, also man lebt wirklich sein Leben von Geburt an bis zum Ende. Ich spiele auch gleich mit Egg und ihr wisst, ihre Entscheidungen sind immer sehr schlecht. Wir starten jetzt das Spiel und da wird dann direkt gefragt nach meinem Namen. Und Inga und ich haben schon darüber geredet, Leute, wir wollen uns Pookie nennen. Warum Pookie? Weil die süß ist. Okay, ich bin ein Baby und ich bin Müll. So Leute, jetzt fragt es, soll ich gegen die Wand klopfen, also kurz gesagt gegen die Mülltonne, oder das da oben aufmachen? Junge, ich mach die Mülleimer auf. Was ein starkes Baby. Oh mein Gott. Okay Leute, also jetzt hat mich irgendein Mann gefunden. Ein Baby? Achso, warte, der Mann hat mich genommen, Leute, dass ich sein Kinderwettrennen führe, oder was? Ich darf ihn nicht enttäuschen. Ey, wenn ich ihn enttäusche, der will mich safe nicht adoptieren. Leute, ich kann schon laufen. Jetzt bin ich 5 Jahre alt und mal schauen, was mich erwartet. Hätte mir irgendjemand gesagt, dass ich in der Schule bin, hätte ich das Spiel niemals gespielt. Okay, Leute, jetzt fragt der süße Junge vor mir, ob ich mit ihm essen gehen möchte in der Mittagspause oder mit meiner Gruppe chillen möchte. Und natürlich chillen mit dem Typen, Leute, weil wir lieben Typen. Er hat sogar in die Hände geklatscht und jetzt packt er seine Brotbox aus. Leute, mich hat nie ein Typ gefragt, ob ich mit ihm selber eine Mittagspause verbringen möchte. Okay, also ein Typ hat mich auf jeden Fall adoptiert, das ist mein Vater anscheinend. Okay, also Leute, ich spiele jetzt Basketball mit meinem Vater und mal gucken, wie gut ich bin. Wie in real life, Leute, bin ich die krasseste im Basketball. Mein Gott, also ich fühle mich gerade wirklich, jetzt würde ich mein Leben durchleben, mein eigenes Leben. Abgesehen davon, dass meine Mutter mich nicht im Müll gefunden hat, Leute. Oh mein Gott, die letzten 10 Sekunden, Leute. Boah, das Spiel fragt mich jetzt, ob ich meinen Ball rüberpassen soll oder ob ich meinen Shot selbst machen soll. Und Leute, ich bin Einzelgänger, ich mache den Shot selber. Oh, wir haben verloren. Egal, Level 9, Leute. Mal schauen, wie es wird. Ich habe schon 2 Diamanten. Ich weiß leider nicht, wofür diese Diamanten sind, aber wir hoffen mal. Oh! Also, die Kleine lebt ein Leben, Leute. Jetzt sind wir angeblich Pfadfinder. Wir bieten irgendjemanden gleich. Okay, das ist eine Frau, die weiß ja, wohin sie gehen soll. Zu den Put on a Show. Das hat mich gerade gefragt, Leute, ob wir tanzen sollen oder ob ich sie halt gewinnen lassen soll. Und natürlich lasse ich sie nicht gewinnen, weil, Leute, wir lassen Leute nicht gewinnen. Ja, guck, Leute. Die wollen mir mal ihr ganzes Geld geben. Ich bin auch nicht bei den Pfadfindern in Real Life, aber würde ich es können, würde ich es einfach machen. Guck, Leute, jetzt bin ich... Wo bin ich? Also, kleines Mädchen mit 9 Jahren würde ich nicht in den Tempel gehen. Und so viele Treppen würde ich niemals laufen. Mädchen, Leute, wo ist die? Was hat die getan? Oh mein Gott, das ist Ex-Leben. Kaum kommt Egg, werde ich mich verflucht oder so. So Leute, 11. Lebensjahr, wie auch in Real Life, lässt Egg mich 11 Jahre hängen und taucht dann einfach irgendwann auf. Okay, jetzt sind wir wieder in der Schule. Wie gesagt, Leute, ich hätte mich jetzt freiwillig ausgewählt. Oh mein Gott, die mobben gerade eben vor meinen, sorry, unseren Augen. Ein Mädchen, natürlich helfen wir dem Mädchen, Leute. Da gibt es wirklich die Option, mit dem Mädchen die Mädels auszulachen. Ah, also das machen wir nicht, Leute. Wir mobben keine Menschen, das ist asozial. Und das machen nur Leute mit niedrigem Ego. Period. Lebensjahr Nummer 12. Mm. Mein Zimmer ist wie in Real Life Messi. Und Albträume. Oh mein Gott! Oh, ich habe eine Periode! Was machen wir? Bleiben wir zu Hause oder gehen wir in die Schule? Natürlich bleiben wir zu Hause, weil Leute, was redest du, Leute? Natürlich bleiben wir zu Hause. Oh mein Gott, die macht Fake Crack! Okay, jetzt Basketball ist unsere Leidenschaft geblieben. Pfadfinder sind wir, glaube ich, hoffentlich nicht mehr. Irgendein Team macht uns an! Mit uns spielen wir mit ihm. Mess him up. Go easy. Wir bleiben mal slow, Leute, weil Typen. Egal was die Antwort ist, nehmen wir die Katze mit. Die Katze kommt mit. Oh mein Gott, Pookie. Feed oder kick, Leute. Die Katze füttern oder kicken. Natürlich füttern wir die. Kick. Oh mein Gott. So, Leute, 15. Lebensjahr. Da ging mein Level back, mein Leben. Bergauf. Was habe ich zu euch gesagt? Der Typ kommt wieder, Leute. Ich habe es euch gesagt, ein Jahr später. Jetzt versucht er bestimmt, mit mir auf ein Date zu gehen.
Oh, die gehen nach Hause. Die lernen. Also ich, oh mein Gott, bestimmt will er dich gleich küssen. Ich wusste es. Oh mein Gott, unser erster Jungskontakt. Kiss oder Hug? Kiss. Sie ist 15. Kiss. Wir huggen nur. Nein, Kiss. Nein. Hey, das ist zwei Diamanten. Mir egal. Okay, Leute, der Typ schreibt uns jetzt 100%. Na klar. Hey, Pookie, wanna hang out tomorrow? Er fragt, ob wir, unser Name ist ja Pookie, morgen mit ihm chillen möchten. Und die Antwort ist, sure, Leute. Es gibt ja auch noch die Antwort, nein, aber wir machen natürlich mal mit ihm chillen. Wohin wollen wir? In die Mall, weil wir lieben shoppen. Fast Food, bester Junge, Alter. Oh mein Gott. Ich heirate diesen Mann. Oh mein Gott, das ist mein Traummann. Merkt euch meine Worte. Ich nenne Jeremy, okay? So, mit 17, Leute, ging mein echtes Leben bergauf. Da habe ich angefangen. Ich dachte bergab. Oh mein Gott, ich hatte auch mit 17 meinen Abschluss. Nein. Doch. Okay, wir brechen irgendwo ein, Leute. Das habe ich in Real Life noch nie gemacht, weil ich einfach zu ängstlich bin. Aber wenigstens mache ich es jetzt hier. Jemand wird gleich ertrinken. Passt auf. Oh! Wo ist mein Freund? Er liebt dich. Ja, Leute, mit 17 hatte ich auch so ein Problem. Genau so. Alter, sorry. Leute, mit 17 ist mir auch sowas passiert. Get just saying. Also das Mädchen lebt wirklich das Leben, was ich gelebt habe. Okay, 18. Lebensjahr, Leute, da ging mein Leben noch bergauf. Ich habe auch noch mal Kuscheltiere, deshalb passt es. Und irgendwelche komischen Bilder. Du meinst bergab. Warum bergab? Achso. Ich dachte wegen deiner Kaufsucht. Okay, also wir ziehen uns nicht sexy an, Leute. Wir bleiben nicht in einem... sexy. Okay. Wer ist das? Das ist mein Vater. Das ist nicht dein Mann. Ja, mein Fahrlehrer! Mm. Oh mein Gott. Ja, Leute, mein erstes Mal ein Autofahren habe ich auch mit 18 gemacht. Nein, was rede ich? Ich habe mit 16 angefangen, Leute. So, stoppen oder keep going, Leute? Sollen wir an dem Stoppschild stoppen oder weiterfahren? Keep going. Inga. Aha. Guck, er sagt, wir sind gut, Leute. Also, mein Fahrlehrer hat mich erstmal belästigt, aber darum geht es nicht. Er macht es auf jeden Fall, hoffe ich nicht. Oh, es ist ein Bär! Was redest du, dein Hund? Also, let's have a look for my... Oh mein Gott, mach die. So, wir bleiben bei chillig, Leute. Weil wir sind chillos, okay? Wir sind chillos, Leute. Wir laufen immer mit Jogginghose. Und jetzt gerade eben, wir haben alle drei in diesem Raum Jogginghose an. Wer ist die? Beep. Oh mein Gott, du lässt dir einen Pösen stechen. Glaube ich. Ich bin aus College gegangen, Alina. Ach so, das war deine Mitbewohnerin. Das war auch so eine Pürserin, keine Ahnung. Okay, 21, mein erster Freund. Okay, wo ist dein Alter mit deiner Liebe? Okay, also jetzt ist die Frage, Leute. Verlassen wir unseren Mann oder gehen wir in den Lambo? Wir gehen in den Lambo! Er hat eine andere! Ich bin die andere! Oh mein Gott, sie sind verheiratet. Ich gehe. Leute, wir sind nicht mit Titan zusammen. Wollte denn die eine Dreiecksbeziehung mit mir? Sah ich so gut aus? Das sah aus, als ob die beiden völlig damit einverstanden wären. Die nächste Entscheidung muss ich treffen, Leute. Oh mein Gott. Weil ich kann gute Entscheidungen treffen. Okay, also sowas macht Egg nicht auf College gehen und so. Die Mitbewohner. Oh mein Gott, Leute. Fruity Vibes. Oh mein Gott, was ist... Okay, Egg, was? Sorry. Okay, wir sagen sorry. Candy Bar. Ja, ja, Leute, die Alte ist hier. Achso, oh, die ist im Kino. Wir gehen Horror schauen, Leute. Pumpkin Man. Das klingt ja sehr böse. Kürbiskopf. Und sie ist allein im Kino. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist real. Girl, go get it, voll. Oh mein Gott. Warte, also wenn ich das richtig verstanden habe, bin ich jetzt zurück im College und... Warum ist der da? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ist er mit der einen vielleicht zusammen? Wir essen mal trotzdem Kuchen, weil Leute, wir lieben Essen. Warte, die beiden haben einen Crush auf mich. War geil. Oh, Leute! Ihr habt den Fall laufen lassen. Wir haben getrunken, Digga. Das ist
eine Katze. Nein, ich glaube, ich halluziniere gerade eben. Ja, tust du. Ich werde gleich sie überfahren. Oh mein! Wir lernen lieber diesmal. Was habe ich gesagt? Hört niemals auf Egg, Leute. Guck mal, im Kuchen war irgendwas drin. Okay, anscheinend. Wollen wir Stripper werden oder Feuerwehrfrau? Feuerwehrfrau. Oh mein Gott, okay! Also da werde ich direkt... Ich gehe alleine auf den Einsatz, oder was? Ja, so, du bist... Jump down, throw a lifeboat. Ah, die Katze kann doch gar nicht schwimmen. Okay, und eine Katze soll das verstehen, oder was ist das jetzt im Retten? Natürlich versteht sie das. Ja, wir müssen selber runterspringen. Wieso Dullis? Ja, okay, Leute, jetzt mal so Really Talk, ich würde auch runterspringen. Wenn wir die Katze jetzt nicht adoptiert haben, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, wir lassen die Straßenkatze einfach auf der Straße. Okay, also mein Job führe ich auf jeden Fall lange fort, Leute. Aber für das? Oh mein Gott, da liegt noch eine. Ist nicht derselbe Typ? It's too late. Also man kann gerade auswählen, Leute, meinen Typen, Ich hab gesagt, it's too late. Okay, und mein Zimmer verändert sich nach seit 20 Jahren nicht, oder was? Warum hast du Kinderspielzeuge? Das sind keine Kinderspielzeuge. Oh, wohnst du bei deinem Vater? Ah, Cookie! I cooked you breakfast. Also egal, wie spät wir sind, wir werden das essen. Eat. Okay, ich glaube, du wirst das entlassen. Verletzt. Ich bin gefeuert. Ja, du hast mich ganz ehrlich, ich werde das hier nicht. Dann bin ich jetzt gefeuert. Yuka und Ex auch arbeitslos und lebt ihr Leben. Was? Mein Gott, das ist ein Erdbeben. Under the table. Beside the wardrobe. Oh mein Gott, der fliegt jetzt 100% auf mich. Warum gehst du unter einem Schrank? Oh. Okay, also Leute, wir chillen, wir laufen hier durch die Gegend. Ey, ich bin gleich so ausgeraubt, gell? Das ist eigentlich mein Level. Ey, ich spiele das Level, nächstes darfst du spielen. Mach du. Pet Shop, Leute. Wir gönnen uns jetzt bestimmt ein Tier. Ey, bitte lass uns einen Hund holen. Pinguin! Wir haben Pinguin. Schlange. Golden Retriever. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich selbst rettet der Hund dich gleich. Oh mein Gott! Habe ich euch nicht gesagt, wir werden ausgeraubt? Ja! Yeah! Der Pinguin hätte dich auch rettet. Ey, der Pinguin hätte mich 2 Euro gekostet und hätte dann mich nicht gerettet. Ich lebe unter einem... Aliens, wie cool! Ey, das ist dein Level, du entscheidest. Guck, die sind voll nett, die begrüßen mich. Das ist Egg im Club. Should I follow them? Egg, was sagst du? Kill them oder wir folgen dem. Ja, Leute, die wollen ja eh nichts Böses. Wer ist der kleine Junge gerade neben mir gewesen? Keine Ahnung. Oh mein Gott, wo haben die mich hingebracht? Okay, jetzt die Frage, sollen wir die Welt zerstören oder nicht? Da wohnt doch der Vater, ne? Ja, und der Hund. Wir haben die Welt gerettet! Oh, wir sind bald 40, ich fühle mich immer so alt. Okay, warte, wir leben jetzt unser Leben lang mit diesen Aliens. Okay, Leute, jetzt werden wir gezwungen. Sollen wir die Aliens töten oder nicht? Nicht, oder? Dein Level. Leute, das ist unser Brass, wir töten die nicht. Aber vielleicht sind die gefährlich. Du hast halt diese Nett. Ja, aber du bist mit dir mitgegangen. Aber die haben mich angetan. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, das ist ein Glück. Von wo kommt der Bademeister? Sogar auf anderen Planeten siehst du dein Ex. Die sagt, der Typ sagt einfach, Leute, der weiß nicht, wie er hierher gekommen ist und seitdem lebt er hier. Jetzt fragt er sich, ob sie mitkommen möchte zu ihm nach Hause. Natürlich möchte ich zu ihm nach Hause. Junge, ich möchte wirklich wieder zurück auf Planet Erde und jetzt gehe ich zum Typen nach Hause. Going! Keep going! Er ist einfach weggegangen, Leute. Ich habe gesagt, push off. Oh mein Gott, er ist einfach gegangen, oder was? Ja, guten Morgen, ne? Zuerst mal mit... Sneak out. Kill him, Digga! Aber vielleicht... Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat uns zur Planet Erde geworfen. Bist du bescheuert? Oh mein Gott, nein. Das ist seine kleine Welt, Alina. Oh mein Gott, wie gruselig.
mein Gott, Leute. Und der hat dich jetzt eingesperrt, das heißt, du hast kein Leben mehr. Aber das ist mehr der echte Bademeister, ja? Warum Stripdance? Ich sag euch ehrlich, scheint schon nach Stripdance eigentlich. Jetzt strippst du für alle, oder was? Was? Ich bin so schockiert von dir, Selena Pookie. Digga, jetzt die Frage, Leute. Lassen wir die Menschen dort oder helfen wir denen? Junge, ich bin auch immer in dieser Alien-Welt, Leute. Ich möchte da raus. Ich will nach Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Junge, sie hat ein Alien-Baby. Ich hab gesagt, geh nicht mit ihm. Du hast ein Alien-Baby. Wo soll ich mein Kind... Erde. Ziehen, Erde. Boah, Alter, ey, ich schwöre los, alles nur wegen dir. Wäre ich niemals zu diesem Alien mitgegangen, ey. Alles deine Schuld. Ganz ehrlich, ich hab gesagt, geh nicht mit ihm mit. Du wolltest dich abführen lassen von ihm. Du hast einfach ein Alien-Baby. Ah, aber ja. Warte, nur das Kind ohne dir, oder was? Ja, anscheinend. Oh mein Gott, ich hab mein Baby verloren. Warten wir aus oder gehen wir weg? Wait for my baby. Wir warten auf unser Baby. Das ist bestimmt eine Fehlentscheidung. Oh mein Gott, ich hab's dir gesagt. Siehst du nicht, immer gute Entscheidungen sind gut. Du bist gestorben! Ich hab's dir doch gesagt. Also das Baby passiert einfach das gleiche mit mir, Leute. Alien Baby. Okay, ich bin 50, ich hab kein Kind, Digga. Mein Kind ist irgendwo anders. Ich glaube, ich hab meine zweite Midlife Crisis. Ich bin auf dem Friedhof. Oh mein Gott, dein Baby. Dein Papa oder so. Oder wer ist das? Das Baby bestimmt. Mein Vater. Oh nein! Oh nein. Guck mal, ich schwöre, Leute, ich hätte das alles erlebt, gell? Wäre ich nicht, oder wer hätte Egg nicht ausgewählt, dass sie mit dem Alien mitgehen? Robot Boxing. Okay, Leute, Inga möchte, dass wir beim Robot Boxing mitnehmen, statt dass wir uns Jobs suchen. Ich kämpfe gegen einen Roboter! Oh mein Gott! Inga, das war so doof, wir sterben jetzt. Deswegen endet deine Linie dort. Warte mal, dein gesamtes Vermögen war nur $500. Inga, ich vertraue dich nicht mehr. Ich wäre mindestens bis 80 gekommen, hätte Inga sich nicht entschieden, dass sie in dieses Kack-Alien-Schiff reingehen. Mit welchem Kopf? Welcher normaler Mensch wird in ein Alien-Schiff reingehen? Alter. Schreibt jetzt Kommentare, Leute. Würdet ihr mit den Aliens mitgehen? Wenn ja, Hashtag ja. Und wenn nein, Hashtag nein. Ich bin Team Hashtag nein. Egg ist Team Hashtag ja. Und ihr seht, euer Leben endet schlecht. Und muss früh sein. Muss bis sein. Dann, Leute. Tschüss.